Wer sich für Kunst an öffentlichen Gebäuden interessiert, der kann in Herzberg am Harz in der Nähe des Eingangs des Finanzamtes, in der Nähe eines Parkplatzes, direkt bei der Ausfahrt des Roten Kreuzes fündig werden. Direkt hinter meiner Schulter sieht man es schon. Hier befindet sich eine Skulptur, die in einem kleinen Grünstreifen, ich würde sagen, fast versteckt liegt. Oben kann man angedeutet das Dach von Häusern sehen und ein paar Münzen. Daran schließt sich an ein langer Stängel. Es könnte vielleicht eine Hand sein, die greift oder einsammelt. Das Gebäude, was angedeutet ist, könnte auch eine Art Sparschwein sein oder eine Anregung für Investitionen, vielleicht auch durch die öffentliche Hand. Wer das selber deuten möchte, der mag das gerne in die Beschreibungen des Videos schreiben. Es würde mich interessieren, wie andere Menschen dieses Kunstwerk sehen und dort hinein interpretieren wollen. Wie gesagt, schreibt es in die Kommentare, abonniert meinen Channel. Und ich freue mich natürlich immer, wenn dieses Video geteilt wird. Herzlichen Glückwunsch! Sie haben es geschafft, das Video bis zum Ende zu schauen. Vergessen Sie nicht, den Channel zu abonnieren und über einen netten Kommentar freue ich mich auch immer. Hier sind noch zwei Vorschläge, die jetzt unbedingt angeklickt werden wollen. Und ab und zu mal im Channel vorbeischauen.